das Paket ab. Und da wären wir wieder bei Detroit Become Human. Von der kleinen, süßen Kara rübergewechselt zu Sexy Marcus. Marcus, Hallöchen. Mit dem hatten wir jetzt ja im vorletzten Part, war das, ne? Ach schon, kleine Problemchen in der Stadt. Mit den Protestanten, die wohl, ja, ein bisschen wütend auf die Androiden sind und meinen, mit uns Fußball spielen zu können und einfach uns wie Scheiße zu behandeln. Und ja, da gibt's einige davon, die, ich sag mal, nicht begeistert von uns Androiden sind und meinen, es sind nur widerliche, ekelhafte Gegenstände, die man wie Scheiße behandeln kann. Und das finde ich echt schrecklich. Gut, wir sind zu Hause. Wahrscheinlich ein Künstlertypi, weil wir haben ja auch Farbe abgeholt. Okay. Erstmal, what the fuck ist das für eine Lampe? Was sind das für Babys? Ich will jetzt nicht sagen, das sind potthässige Babys, aber das sind potthässige Babys. Wer hängt sich denn sowas auf? Ich meine, gut, über Bilder und Kunst kann man jetzt streiten, aber wer hängt sich eine Lampe mit hässigen Babys auf? Ja, ich sehe schon ziemlich geil aus. Was? Okay, leg mal ab. Lemmy Paints. Was? Kümmere dich um Carl? Stand da? Carl! Merke Carl im Obergeschock. Gott. Ich sag nur so Walking Dead. Carl! Schrecklichster Charakter ever. Oh, was ist das denn? Lebt der? Nee. Der bringt den Vogel erstmal um. Oh Gott, was mache ich hier? Ist das dein Scheiß Ernst? Androiden-Vögel? Da. Wie geil! Oh, wie süß! Oh, ich will Androiden-Vögel haben. Ich liebe ja Vögel, ne? Aber ich kann keine haben, weil, naja, Katzen, ne? Und meine Katzen sind schon immer sehr wild, wenn mal auf dem Balkon Amseln und Kohlmeißen sind. Ich habe da ja Vogelhausen alle stehen. Ja, das würde nicht gut ausgehen. Aber ich liebe Vögel. Voll cute. Wow! Oh Gott! Ach, okay. Ich habe sicher nichts dagegen, wenn ich mich erstmal umgucke, wenn ich darf, ne? Das ist schon Luxus. Das ist nichts im Vergleich mit dem, ne, Typen Todd und Alice. Also, hallo. Hallo. Wem auch immer wir gehören, also wem auch immer Marcus gehört, der hat gut Knete. Diese ganzen Details. Das ist so hübsch gemacht. Nehmen? Ach so, soll ich dem Frühstück bringen vielleicht? Kann ich gleich gerne machen. Es ist halt so liebevoll gestaltet, ne? Es tut mir doch leid. Nein, eigentlich tut es mir nicht leid, dass ich mich umgucke. Da steht eine fucking Giraffe. Alright. Wahrscheinlich ist hier noch gar... Ach doch, da hinten ist das freigeschaltet. Okay. Das ist so hübsch.
meine, guck mal, wie viel Details sie hier einfach reingebracht haben mit den ganzen Deko-Sachen. Da kann man nicht dran vorbeilaufen. Und ist das ein fucking Aquarium? Screen Life. Kann ich da was mitmachen? Nö, das steht da einfach nur rum. Okay. Schach? Silber gewinnt in 3 Zügen. Klar, das sehe ich ja auch. Also ich bitte dich. Ah, ja. Guter Tropfen, guter Tropfen. Cool. Da ist eine scheiß Giraffe, Leute. Ich meine, ist das euer Ernst? Da ist eine Giraffe. Warum? Die ist sicher nicht echt, aber... Also, keine ausgestopfte Giraffe, das meine ich. Dass sie nicht lebt, ist mir klar. Testen? Wie kann ich das machen? Oh. Natürlich kann er Klavier spielen. Pff. Wie sollte das anders sein? Moment, da ist was. Bücher? Okay. Ich will hier auch wohnen. Aha! Dachte da wohl, ich übersehe es, wa? Der Nordpol, wieso Russland ihn will. Okay. Tiefgefrorene Schätze. Russlands Interesse am Nordpol hat sich nach der Entdeckung von kostbaren Mineralien, die tief im Eis verborgen sind, noch verstärkt. Viele werden bei der Synthetisierung von Tritium benötigt. Die Produktion von Ruinen dominiert zunehmend die Wirtschaft der USA und Russlands. Doch hier geht es nicht nur um das BIP. Zusätzliche Tritium-Reserven würden beide Nationen erlauben, moderne Androiden-Modelle zu testen und ihre militärische und industrielle Produktion zu steigern. Ah ja. Es geht natürlich wieder nur um Krieg. Fügt man noch die strategische Bedeutung der Region hinzu, die Russland über Norwegen und Dänemark, Grönland mit Europa und Kanada verbindet, dann rücken die Aussichten auf eine friedliche Lösung des Konflikts in weite Ferne. Welche Überraschung. Aber ein Sprecher der NATO ist optimistischer. Beide Nationen profitieren von einer stabilen, produktiven Arktis-Region. Ein Konflikt nützt niemand etwas. Es interessiert die meisten aber nicht. Präsidentin Warren hat diese Auffassung kürzlich torpediert. Es ist ganz einfach. Russland hat in der Arktis nichts zu suchen. Wenn der Kreml das nicht versteht, sorgen wir dafür, dass er es versteht. Erstmal alles wegbomben. Das ist ja immer die geilste Lösung, wie wir wissen. Leben auf dem Titan gefunden. Was? Immer mehr Hinweise auf außerirdisches Leben. Geil! Die Darwin-Sonde, die vor 19 Jahren zur... Methan als Oberfläche, muss ich erstmal verstehen, des Titan aufgebrochen ist, hat die Anwesenheit von Mikroorganismen bestätigt, die hunderte von Kilometern unter der Oberfläche in einem Salzwasserozean leben, der von einer dicken Eisschicht geschützt wird. Nachdem auf Enceladus, einem weiteren Satelliten des Saturn, ähnliche Materie gefunden wurde, erscheint es möglich, dass Leben im Universum vorhanden ist. Sie sehen sehr unheimlich aus, diese Aliens. Ein NASA-Sprecher antwortete auf diesen jüngsten in einer Reihe von Beweisen für Leben auf einem anderen Planeten. Unsere Androiden-Expedition ist IO. Was? IO? IO? Zu IO. IO halt, keine Ahnung. Ist eine unter vielen Reisen mit dem primären Ziel, extraterrestrische Lebensformen zu entdecken. Jason Graff, Leiter der Humanisierung bei CyberLife, betonte, wie wichtig dem Unternehmen die Partnerschaft mit der NASA sei. Unsere raumfahrenden Androiden wurden für Langstreckenmissionen dieser Art entwickelt. Und wir sind stolz, dass unsere Modelle Wegbereiter der menschlichen Forschung sind. Okay. Ja, ich hab's immer nicht so mit dem Vorlesen. Bin ich manchmal immer ein bisschen doof, ich weiß. Aber Leute, die mir länger folgen, wissen das ja schon, dass ich meistens immer ein bisschen doof im Kopf bin. Es ist nichts Neues.
hat aber auch viel mit meiner Konzentrationsschwäche zu tun. Tatsächlich. Durch Depressionen und sowas. Ja, schränkt alles ziemlich ein. What? Carl muss erstmal warten. Ich mache es mal sauber. Ob das jetzt Nebenaufgaben sind oder das später noch hätte gemacht werden müssen, weiß ich nicht, aber ich gucke mich gerne um. Das ist voll schön. Not bad. Erstmal das sauber machen. Was ist das hier? Was ist das? Oh, da ist noch was. Ha. Ja, manchmal ist es ganz gut, R2 zu nutzen. Ich meine, wenn wir schon ein geiler Android sind, der alles einfach abscannen kann, warum dann nicht benutzen? Huch. Hier war's. Da ist eine komische Hand. Okay. Nice, nice. Dann nach oben kommen wir, glaube ich, nicht, ne? Okay, das war nur die Zeitung. Die hatten wir ja schon gelesen. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Okay, dann holen wir mal das Essen. Das ist ja, glaube ich... sonst ist hier nichts, ne? Naja, ist ja wohl auch groß genug. Bringen wir unserem Schatz erstmal das Essen. Ups, ans Bett. Was ein Service. Kann ich den auch mal ein bisschen, you know, leihen? Okay. Zum Esstisch. Ach so. Ich dachte ans Bett. Okay, dann haben wir jetzt, glaube ich, alles erledigt. Gut, dann gehe ich doch mal den Typi wecken. Ich finde die Vögel so genial. Was ist das denn? Am Treppenlift wahrscheinlich, wa? Okay. Das heißt, Karl kann wahrscheinlich nicht laufen. Sag mal, besteigen die sich da gerade? Nein, ganz sicher nicht. YouTube, die machen nicht das, was ihr denkt, was die machen. Bücher, Bücher. Ach, sind wir hier oben, ne? Genau, hallo Frau Giraffe. Lassen Sie sich nicht von mir stören. Wo ist denn der gute Herr? Ach, da ist ein Türchen. Right. Ziehe die Vorhänge auf. Okay. Ah, Rollstuhl. Moin. Guten Morgen, Karl. Guten Morgen. Es ist 10 Uhr. Es ist leicht bewölkt. 12 Grad Celsius. 80% Luftfeuchtigkeit mit hoher Regenwahrscheinlichkeit am Nachmittag. Klingt nach einem guten Tag, um im Bett zu bleiben. Ich habe die bestellte Farbe abgeholt. Oh ja, ganz vergessen.
Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, nicht wahr, Marcus? Du vergisst nie irgendwas. Hm. Okay. Ein alter Herr? Ja, da ist halt ein Rollstuhl. Ich denke mal, dann kann er nicht mehr laufen. Ist er tatsächlich auf die Hilfe angewiesen. Oh, das ist viel, möchte ich meinen. Zeigen Sie mir Ihren Arm, bitte, Karl. Nein. Karl? Dankeschön. Nein. Ich bin gerade erst aufgewacht und schon wird es unangenehm. Ich bin vorsichtig. Menschen sind so schwache Maschinen. Sie gehen viel zu schnell kaputt. All die Mühe, um sie zu erhalten. Tja, das stimmt. Hey. Was ist mit dir passiert? Oh, es ist nichts. Nur ein paar Demonstranten auf der Straße, Karl. Was für ein Haufen Idioten. Glauben die wirklich, es hält den Fortschritt auf, wenn sie Androiden verprügeln? Ich hoffe, du bist nicht verletzt. Oh, nein, nein. Sie haben mich nur geschubst, Karl. Mir geht's gut. Okay. Ich bringe sie jetzt ins Badezimmer. Oh. Dabei ist Marcus so nice. Wie gesagt, er kann ja auch nichts dafür, dass er ein Android ist. So, und jetzt so plopp, ups, fallen gelassen. Aber das stimmt, Menschen sind einfach zu fragil. Wir gehen viel zu schnell kaputt. Werden krank oder durch Unfälle, Mord oder halt das natürliche Altern. Tja. Es ist leider immer Liegt so. Liegt heute eigentlich irgendwas Besonderes an? Ja, die Eröffnung ihrer Retrospektive im Museum für moderne Kunst. Hm. Der Direktor hat schon 4-mal angerufen und möchte wissen, ob sie kommen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Das werden wir dann später sehen. Okay. Was noch? Nur... Ups. Ich wollte nur gucken, aber hier ist, glaube ich, nichts mehr. Die übliche Fanpost. Ist schon beantwortet. Oh. Hm. Oh, toll. Irgendwas von Leo? Nein, Karl. Wer ist Leo? Soll ich ihn für Sie anrufen? Nein. Nein, lass gut sein. Vielleicht sein Sohn? Geht's? Hui! Wie Achterbahn. Kommen Sie mal her. Hier, Ihre Vögelchen habe ich auch schon wieder zum Leben erweckt. Gelle? Doch, hier war das Esszimmer. Ich habe Hunger. Ihr Frühstück ist fertig. Speck und Eier, so wie Sie sie mögen. Danke, Marcus. Gern geschehen. No. Süß. Fernseher. Seit Samstag haben russische Kriegsschiffe in der Barentssee Position bezogen und die russische Flagge weht über dem Eichfeld. Der russische Präsident betonte in einer Rede vor der Duma. Warum suchst du dir nicht was zu tun, während ich frühstücke? Hm, klar. Hm? Okay, Karl. Okay. Gelesen haben wir ja schon. Das sind die Bücher.
Such dir eine Beschäftigung. Ah, hier kann ich was lesen. Lies ein Buch. Ja, komm. Komm, Shakespeare, gib her. Wenn schon. Was liest du? Oh, Macbeth. Das haben sie mir empfohlen. Und, was meinst du? Menschliche Emotionen sind interessant. Ich würde schon sagen, interessant, oder? Doch, ich kann nicht behaupten, dass ich sie richtig verstehe. Die Menschen verstehen sie auch nicht. Nee, das stimmt. Sie bestimmen unser Leben und lassen uns himmelhoch jauchzend oder aber zu Tode betrübt sein. Ein Leben ohne Emotionen ist nicht lebenswert. Eines Tages werde ich nicht mehr für dich da sein können. Du musst dich selbst beschützen. Selbst entscheiden, wer du sein möchtest und werden willst. Diese Welt mag niemanden, der anders ist, Marcus. Lass dir von keinem sagen, wer du sein sollst. Gehen wir ins Studio. Aber ich war gar nicht fertig. Ich dachte, ich könnte jetzt alles untersuchen. Also alles machen. Buch gelesen. Ich wollte aber noch was machen. War das falsch? Hätte ich erst was anderes machen können? Oder kann man nur eine Sache machen? Ich weiß es nicht. Aber. Das war hier raus, ne? Aber ich verstehe schon, dass er damit wahrscheinlich Probleme hat zu verstehen, wie die Menschen sich fühlen. Klar! Wo waren wir stehen geblieben? Zieh das Laken weg. Würde ich gern machen. Da. Cool. Okay, jetzt hätten wir putzen können. Ich mal noch ein bisschen um, während ihr da malt. Nee. Das sieht auch irgendwie cool aus, das Bild mit dem Ladykopf. Kann ich Ihnen sonst irgendwie helfen? Kann ich hier auch Pinsel schwingen oder so? Also, was hältst du davon, Marcus? Mir gefällt das. Bei ihm, weiß ich, mir gefällt das. Ja, es hat das gewisse Etwas. Nicht? Etwas für mich Undefinierbares. Toll. Ich glaube, ich mag es. Die Wahrheit ist, dass ich nichts mehr zu sagen habe. Jeder Tag, der vergeht, bringt mich näher an mein Ende. Ich bin ein alter Mann, der sich an den Pinsel klammert. Karl. Aber genug von mir. Lass mal sehen, ob du Talent hast. Versuch es mal. Versuch, was zu malen. Malen? Aber was soll ich malen? Einfach irgendwas. Versuch's einfach. Oh Gott. Das kann nicht gut gehen. Sind Sie sich sicher, dass ich Ihre teure Farbe benutzen soll? Ich... Ich meine, gut, er kann auch Klavier spielen wie ein Meister, wahrscheinlich. Finde ein Motiv zum Malen.
ich den Opi malen? Ich will den Opi malen. Kaltes Bild malen. Aber dann machen wir ihn ja nur nach, oder? Ich schau mal. Oh Gott, ich werd's verkacken. Und hier und da. Ja, Moment. Ja, perfekt. Voll easy. 1:1. Eine perfekte Kopie der Realität. Doch beim Malen geht es nicht um das Kopieren der Welt. Es geht um Interpretation, Verbesserungen. Deine eigenen Sichtweisen. Karl, ich glaube, das kann ich nicht. Das steht nicht in meinem Programm. Na los, mach schon. Geh an die Leinwand. Tu mir einen Gefallen. Schließ die Augen. Schließ die Augen. Vertrau mir. Stell dir etwas vor, das nicht existiert. Etwas Unbekanntes. Jetzt konzentrier dich auf das, was du jetzt fühlst. Und führe deine Hand unbefangen über die Leinwand. Oh mein Gott. Das ist nicht schlecht. Hey Dad. Leo. Hab dich nicht kommen hören. Ah, ich war in der Gegend. Dachte, ich schau mal rein. Wurde auch Zeit, nicht? Geht es dir gut? Du siehst nicht so aus. Oh ja, ja, alles klar. Hör mal. Gott, ich brauch so Kohle, einer. Dad. Toll. Schon wieder? Kommt nur vorbei, wenn er Geld will, ha? Huh? Was ist denn mit dem Geld von neulich passiert? Naja, es ist halt weg, weißt du? Ja. Ja, du bist wieder drauf, nicht wahr? Nein. Nein, nein, das ist es echt nicht. Ja, lüg mich nicht an, Leo. Was macht das für einen Unterschied? Ich brauche Geld, das ist alles. Tut mir leid. Die Antwort ist nein. Was? Warum? Du weißt warum. Ja, ja, ich weiß warum. Dir liegt mehr an deinem Plastikspielzeug als an deinem Sohn, hä? Sag schon, Dad, hä? Was macht ihn besser als mich? Ist er klüger? Oder folgsamer? Nicht so wie ich, hä? Aber weißt du was? Das Ding ist nicht dein Sohn. Nur eine scheiß Maschine! Leo, das reicht jetzt! Es reicht! Dir liegt nur was an dir selbst und deinen scheiß Bildern. Du hast nie jemanden geliebt. Du hast mich nie geliebt, Dad. Du hast mich nie geliebt. Vielleicht gerade weil er dich liebt, gibt dir kein Geld für dein Zeug. Denn wer möchte schon gerne eine Sucht unterstützen? Wenn wir mal ehrlich sind. Ich glaube, keiner. Och, nö! Oh. Oh, Mann. Okay, aber ich... Ja, gut. Hier, hä? Ach so, nee. Hier hätten wir auch gar nichts anderes machen können. Glaube ich. Ich glaube, seht ihr, hätten wir, glaube ich, nur... eins lesen können? Ich
denke auch nicht, dass das ein Spiel ist, das man zu 100% auf einmal durchspielen kann, weil das Spiel ja extrem wieder Spielwert hat. Das ist ja bei den Quantic Dream Spielen eigentlich immer so. Deswegen glaube ich gar nicht, dass wir alles auf einmal spielen können. Hier auch. Konnten wir ja nur eins von den drei nehmen. Alright. Ich schau mal ein bisschen. Oh, okay. Aber Identität haben echt viele gemacht. Hier ist es dann doch ein bisschen mehr aufgeteilt, aber hier haben echt viele Identität gemacht. Okay. Ich finde es immer sehr, sehr interessant. Und hier haben auch noch 30% ein Buch gelesen. Karl bemerkt Markus Kleider. Hä? Wie? Wie bemerkt Markus Kleider? I don't know. Ich finde das immer sehr interessant. Gut, dann würde ich sagen, das war's wieder für heute. Das ist immer perfekt so zum Schneiden am Ende von einem Part. Also mir gefällt das Spiel eigentlich ganz gut bislang, nach den ersten drei Parts. Aber es ist natürlich auch immer so, man muss auf diese Art von Spiele spielen. Ich weiß, viele beschweren sich, dass es halt nicht richtig ein Spiel ist, sondern halt vielmehr ein Film, wo man halt ab und zu ein paar Entscheidungsmöglichkeiten hat. Gut. Es ist halt auch eher ein Storyspiel, wo es um die Geschichte geht und halt, was man selber daraus macht, durch seine eigene Entscheidung halt. Ich kann verstehen, dass es nicht jedermanns Sache ist, aber ich persönlich liebe halt diese Art von Spielen, weil es halt einfach was ganz Eigenes und Besonderes ist. Und ich finde es halt sehr packend immer. Deswegen spiele ich diese Sachen echt voll gerne. Joa. Und bislang finde ich es sehr interessant. Wie gesagt, ich kenne Quantic Dreams, deswegen ich denke, das wird noch richtig fies werden. Wir sind hier noch sehr am Anfang. Ich weiß jetzt nicht, wie lange genau das Spiel geht. Ich denke mal mindestens 10 Stunden. Und ja, wie gesagt, ich habe die Quantic Dream Spiele alle schon mehrmals durch. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass ich dieses Spiel auch lieben werde. Und dass uns noch einiges erwarten wird in diesem Spiel, was wahrscheinlich nicht so schön wird, ne? Aber gut, ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen und dann sehen wir uns im nächsten Part von Detroit Become Human. Ciao!